Der Klempner ist wieder da und ja, das war jetzt einfach mal random angefangen und der Alex wusste davon nichts und der Klempner ist wieder da. Das sieht richtig geil aus. Hier können wir in einen neuen Bereich, aber sag ich dazu nur. Was machst du denn da? Das zeige ich euch. Ich will hier nicht spoilern. Nein! Habt ihr das gehört, Leute? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, oh, was ist nur in den Garten los? Wir gucken mal am besten. Oh, wie sieht der wohl aus? Hm? Ah! Yo! Oh, die sehen cool aus. Ey, das sind die Standardbäume hier. Geil! Cool aus, oder? Das gucken wir uns jetzt mal ey, da ist Luigi drauf. Stimmt. Und Mario. Hey Luigi, wie geht's dir? Hast du Pizza bestellt? Das hat bestimmt was mit diesem Mythos zu tun. Ist mit diesem Alice Real. Ja. Und ja. Hier, der ist dicker als die anderen Buhus und was hat denn der da drin? Gib das sofort her, du Burger Buhu. Dem hab ich erstmal geholt. Jetzt hier mal ein super Special Trick. Und ein Like für dieses geile Mario Luigi Bild. Ja, also das ich ist echt gesagt, cool. Ich fand das geil. Jetzt sind wir im Kurs 5, Big Buhus Burg. Ja. Jetzt müsste eigentlich Luigi vorbeikommen. Geh auf Geisterjagd. Alter. Komm, warte, ich guck mal. Feuerrot. Alter. Der Zaun ist weg. Los, lasst uns frei. Schauen. Die haben den Zaun entfernt. Aber guck mal, das ist voll geil. Das Feuer gefällt mir irgendwie auch. Voll Paper Mario-Style irgendwie. Und das ist doch aus Super Mario World die Tür. Stimmt. Von Castle. Geil. Also, und das ist auch das Geisterhaus von Super Mario World. Und das da unten, da will man nicht runterfallen. Mir passiert es trotzdem. Hier sind wir im Karussell, aber hier gehen wir noch nicht hin. Ja, spring mal bitte raus, Mario. Früher hatte ich Angst. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich früher immer Angst vor der Musik. Früher, als Kind hat man ja noch Angst vor dem Klavier aufgehabt. Jetzt hast du es gespoilert. Das weiß doch wieder. Ja, ich wollte das aber auch noch machen. Selbst, aber ich finde das geil. Ich habe früher richtig Panik vor dem Klavier. Da habe ich immer voll Angst bekommen, wenn mein Bruder das Level oder so macht. Ich muss der Versuchung widerstehen. Hier kann man das Spiel einfrieren lassen. Mit einem bestimmten Sprung. Ja. Hey, der Fahrstuhl sieht auch geil aus. Ja, wir müssen. Ey, das sind doch diese Sonnen aus Mario World. Ist wirklich so cool. Das sind eigentlich diese Glubsch-Augen. Also die heißen auch Glubsch, glaube ich. Das sieht ja aus. Die müssen sich erstmal angucken. Jetzt hat er dich. Das ist ja mega geil. Ja, wir müssen eigentlich auf Geisterjagd gehen. So aber Stand. Jetzt haben wir erstmal einen Glubsch gejagt. Bestimmt entstand auch so ein Luigi's Mansion. Das wird auch ein episches Display irgendwann mal, Junge. Das, mache ich nur mit dir. Das ist so ein Spiel, wo ich wirklich gerne zugucke. Damit ich das vielleicht so. Das Geile ist. Außer ja, genau. Das ist es. Der Alex zockt wirklich immer das komplette Spiel. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Damit kann, das kannst du aber was erleben. Ja, Scheißpetze. Mach das doch, du Dreckspetze. Ich geb allen hier. Ich bin Geisterschläger. Ich bin nicht Geisterjäger, ich bin Geisterschläger. Ja, die waren immer das Gleiche. Das werde ich meinem Bruder erzählen. Also, das ist wirklich komisch bei Luigi's Menschen. Also, der Alex zockt wirklich immer das komplette Spiel. Du kannst immer sagen, dass das. Spiel durch, ich glaube, das haben wir jetzt schon viermal durchgezockt oder so, auch schon im schweren Modus. Aber ich alles gezockt, also etwas. Den hat der Alex irgendwie nie hingekriegt und den habe ich mal irgendwie mit Leichtigkeit geschafft, keine Ahnung warum. Ich kann das Spiel an sich nicht, aber den beiden Boss. Tito? Ah, und jetzt? Wieso sammle ich hier eigentlich gerade so viele Münzen? Keine Ahnung, jetzt wo wir in diesen epischen Level sind, können wir auch mal ein paar Mythos loswerden hier. Mythen, wir haben ja auch gesagt, wir werden auch auf dem Kanal Glitches und so machen. Mythen, jetzt ist mal Mythen-Time. Dann erzähl mal was, mir kommt nichts spontan ein. Warte mal, ich hab da doch was. Oh, komm, ich spiel mal ein bisschen Klavier. Ja. Oh mein Gott. Also früher hatte ich echt richtig Panik vor dem Ding. Ja, als Kind hatte man immer Angst vor dem Ding. Weil das auch noch einfach voll. Hier kann man übrigens sich sofort einen Stern holen. Machen wir jetzt nicht, oder? Oder? War der nicht da? Doch, da war einer. Ja. Eigentlich darf man hier noch nicht nach oben, aber... Boah, Leute, dieses Schloss, das müsst ihr liken für dieses geile Nostalgie. Ja, das hat echt geiles Feeling. So, aber jetzt wirklich mal die Geister weiterjagen. Oh, die Bibliothek. Es heißt ja eigentlich, dass bei Luigi's Mansion Bowser, bei Paper Mario ist der Bowser angeblich gestorben. Und dann ist er halt bei... Wo du
bei Luigi's Mansion kam dann der tote Körper irgendwie zurück, die Leiche halt. Und König Boo hat die halt benutzt, also. Das merkt man daran, weil der irgendwie wie so eine Maschine ist, kann man sagen. Und die Theorie ergibt sogar Sinn und jetzt fragen sich bestimmt welche. Ja, aber König Boo gibt's doch bei Double Dash und Bowsaurus. Und Bowsaur. Das schon, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass König Boo rote Augen hat und der nur blaue? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Boo mit einer. Was ist denn los? Hä? Das war komisch. Wieso schaffe ich diesen Raum nicht? Der ist voll einfach. Also Leute, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Mein Skill lässt halt echt nach. Manchmal kommt er, manchmal geht er. Wie er Lust hat. Ja, das heißt, in den verschiedensten Spielen. Okay, der entführt immer noch eine Prinzessin. Vielleicht will Blue ja nicht auffliegen oder so. Oder will sie einfach noch. Weiß man ja nicht. Ich verstehe, warum Mario dann einfach mal aufhört, den zu retten. Ich meine, ernsthaft. Sagen wir es so, wenn du Mario wärst und du müsstest die retten und es wäre eine gute Freundin von dir. Was würdest du machen, wenn so ein irgendein Koopa da kommt? Okay, ich sag ja, Koopa ist mein Video. Ja gut, aber ich meine, nach dem 50. Mal wird's langweilig. Ganz ehrlich, ich würde die an die Leine nehmen. Ich würde die irgendwann einfach bei Bowser lassen, damit die es einfach mal lernt. Damit sie es endlich lernt. Damit Bowser auch lernt, dass die Alte ihm auf den Sack gehen kann. Ja, sorry, aber... Ja, man labert nur. Jetzt sorry, dass ich jetzt so bin, aber ohne Spaß. Es ist langsam nicht mehr lustig. No! Mann, du provozierst das Spiel voll. So, hier ist der letzte. Ich finde das auch immer voll cool, dass man irgendwie in andere, ich sag mal, andere Dimensionen gehen. Hallo! Du bist also der Unruhestifter. Jetzt wirst du das büßen, was du meinen Geschwistern angetan hast. Okay, ich kann die Lache doch nicht. Früher konnte er die gut. Früher konnte ich die Buhu-Lache richtig gut, die von Buhu. Wow! So, jetzt 1-1. Ich finde diese Stimme sogar, wenn du den boxt. Das ist die vom Wurm halt. Oh. Der Bettlaken ist weg. Ach, der Bettlaken. Hey, der ist ja da oben. Ja. Oh. Man könnte auch eigentlich ganz anders da oben. Hat man ja gesehen, wie ich da eben hochgegangen bin. Ja. Here we go again. Mann, ich mag das Deckjump halt immer noch. Irgendwie schon. Das hat was. Zum Beispiel das manchmal, Bild. Also der Hintergrund ist meistens scheiße, aber ich finde jetzt wirklich bei dem passt. Vor allem die Knöpfe von Mario finde ich immer noch geil. Zum Beispiel sind geil. Aber die Bäume, die haben sowas Paper Mario-mäßiges mal wieder. Das ist das einzige Nervige, du musst diesen Buho immer wieder töten, um in die Mission reinzugehen. Ehrlich gesagt mach ich das Schluss nicht, aber jetzt mag ich das wegen Ellie. Besuche Big Boo's Castle. Auch das, da bin ich jetzt schon so oft dran vorbeigelaufen, deswegen los. Aber die. Guck mal, diesen Gegner haben die verändert, aber nicht die Shine Sprites. Die Sonnen. Ach komm, die Sterne. Das ist irgendwie komisch. Ich dachte, wir jetzt keine Tür. Hallo, wir wollen ein bisschen Karussell fahren. Das ist wieder das gleiche Schema. Wir müssen jetzt wieder ein paar Buhus besiegen. Nur diesmal schwieriger und dann kommt wieder so ein großer, ne? Ja. Ey, geiles Bild! Ey, das ist hier aus Paper Mario! Echt? Das ja? Ist doch der aus Yoshi's Island, der Boss. Ach stimmt, das ist aus Yoshi's Island, genau. Und ich immer mit meinem Doppel-KO. Die Mission würde ich übrigens auch empfehlen für die 100 Münzen, weil hier kann man wirklich sehr viele Münzen sammeln. Und das sind... Hallo! Du musst hier drei fette Typen töten, weil ich gerade mal so nachdenke. Hä, wo bin ich? Oh, da. Hä? Das hat er mich jetzt nicht getroffen. Ja, und hier spuckt's, und die Geister spucken Feuer, also die Bilder. Aber ja, ist keine Schwierigkeit für uns. Die Mission ist echt lächerlich. Die ist sehr lächerlich. Aber mir gefallen trotzdem mehr die Bilder. Ja, die Bilder haben sie ja richtig drauf. Aber mir gefällt das Level gerade eh komplett. Also das ist irgendwie voll geil. Nostalgie-mäßig. Was haben wir denn jetzt schon alles so altmodisches gesehen? Super Mario Bros. 3 Blöcke. Super Mario World. Gegner. Plus Blöcke. Ich meine, guckt, ist das nicht in der Villa aufgefallen, dass das vom Geist aus die Blöcke sind? Achte mal drauf, was cool ist. Ach, das Büchereirätsel.
Ich glaube, hat irgendwas Cartoon-mäßiges. Hier, guck dir mal hier, das ist doch von Super Mario Bald die Geisterhäuser-Dinger. Stimmt. Auch die Pfähle. Ja. Nein. Doch, dieses Level verdient bei mir im Fluss. Das haben die geil gemacht. Auch was da so falsch für Leute, hängt da die ganze Zeit unter Ball. Okay, das war jetzt nicht gewesen. Das war irgendwie noch nicht mehr extra. Ich wollte gar keinen Mannsprung machen. Hä? So wieder auch nicht. Weißt du, wo das Bücherrätsel ist? Wo ist die zweite Tür, oder? Ich glaube auch. Ja. Ja. Da kommen immer Bücher raus, aber Julian so killt die einfach mit dem Trick. Das ist ein leichtes Rätsel, ich weiß nicht, welche Kombination. Ich glaube oben, Mitte und dann unten halt. Nee, natürlich nicht. Na, vor allem treffen uns dann nicht mal die Bestrafungen. Ja, auch kein Problem. Eigentlich kann man sich den Stern auch anders da holen, aber gut. Ich finde das schon mit eher schwierig, so Dings. Der grüne Gift, also die grüne Giftkrotte mag ich gar nicht durch die Münzen sammeln. Oh, schöner Pfahl. Ich würde mal sagen, wir machen das Level durch. Wir machen das Level durch in diesem Park. Das ist wirklich den Titel davon, dein Titel braucht für dieses Level. Die Nostalgieburg. Ja, die Nostal. Bär. Das Haus der Nostalgie. Okay. Das Spukhaus der Nostalgie wäre noch besser. Finde die 8 Coins. Das heißt, wir werden auch die 100 Münzen sammeln. Ja, machen wir das jetzt. Also, schon. Das machen wir jetzt. Das Ding ist geil, das springt immer dreimal. Und dann kriegt man Münzen. Da oben wäre noch ein One-Up. Jo. Oh, 5 sind da drin. Bei anderen sind 3 drin. Sorry. Gehen dann auch mit den Reserven. Die geben auch hoch. Da müssen wir eh hin. Stimmt. Wir müssen jetzt das ich will aber erstmal aus dem Hummer das machen. Spinnis töten. Ich finde die Spinnen haben irgendwie voll das geile Design. Ich weiß ja wieso, ich finde die voll lustig. Die sehen aus, als ob die angemalt worden sind. Also ich habe die früher mal Flammenspinnis genannt. Für mich sieht das aus wie Feuer. Und wer Angst vor Spinnen hat, der sollte vor denen irgendwie keine Angst haben. Das sind Flammenspinnis, vor denen braucht man keine Angst zu haben. Die tun einem auch nichts, die springen dich nur an und fressen deine Kleidung. Und wollen dich nackig sehen, was? Ja, Leute. So ist das mit den Spinnen. Ich weiß nicht, ob wir Rücksicht nehmen sollen auf irgendwelche Kinder, die zugucken. Ja. Wir sind offen zu euch. Wenn schon, wenn schon. Genau, immer schon die ins Loch rein. Also Mario, sollte auch noch tiefer rein, damit da alle Sterne sind. Da ist noch eine Feuerspinne. Wie gesagt, wegen der Audio, mal sehen. Ob das jetzt zu laut oder zu leise ist, ob man Juli vielleicht sogar gar nicht hört? Oder ja! Oder mich auch nur ganz leise? Nee, ich denke, mich hört man schon! Ja. Boah, was ist das hier gerade ätzend? Hallo, Klavier, hier gibt's eine rote Münze. Hallo! Boah. Alter, ich stell dir vor, die Augen sind durch die Wand. Das ist ja richtig geil. Und hier kommen sich auch noch ein paar Münzen. Oh mein Gott! Vor den Stühlen hatte ich mal einen Albtraum, genau vor solchen. Ich war in so einer Kneipe, frag mich nicht warum, Leute. Das war auf jeden Fall ein Traum, als ich da ein kleines Kind war. Ich war in so einer Kneipe, ich war ganz alleine und es war stockdunkel. Und da kamen genau solche Stühle und haben mich dann so verfolgt und wollten mich töten. Du hast freundlich Super Mario 64 getroffen. Ich hab das früher, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, so einen Typen, wollte das halt zocken. Der hat mich nie gelassen. Und dann habe ich zuerst dieses Klavier gesehen, hatte ich Angst. Ja, du war auch Angst vor dem Klavier. Guckt er die an? Ja. Aber die haben das doch richtig geil gemacht, das Film. Finde ich auch. Also das ist denen echt gelungen. Das ist ja aber so popmäßig. 55 Münzen schon. Und der ist eine rote Münze, glaube ich. Echt? Da gibt's auch eine, glaube ich, ja, oder? Ja, leider. Das war so Mann. Klar, das wusste ich. Das ist blöd. Na egal, gibt's ja auch Menschen. Vielleicht kommen die ja nochmal. Hallo!
Lukas, ist Feuer. Ne. Nee, wir haben eine andere Mission. Ja, ich weiß, ich hab... Nee, da! Hallo, Wuhu! Oh, Münzen. Also, da hast du alles richtig gemacht. Das war wieder mal Ex-Roll. Hä, hey, kommen jetzt ganz viele oder? Oh. LOL? Aber irgendwann geben die, glaube ich, keine Münzen. Na und? Die kann sich ja locker 50 Münzen. Nee. Hä? Leute, habt ihr das gerade? Hast du das gerade gesehen? Ich hab eigentlich nicht gut. Das war gerade voll der Long Jump. Echt? Also, hoher Jump. Hike Jump. Genau. So, ich glaube, jetzt sind wir nämlich wieder besser. So. Münzen schon. Ein paar rote Münzen fehlen noch. Alle. Jetzt sind es 85. Ja. Das ist die einfachste Map von den Münzen her. Bis jetzt schon, ne? Das war schon immer die einfachste. Ist mir nie aufgefallen. Also. Yay. Und jetzt sammeln wir erstmal die eine rote Münze ein. Boah. Hoffentlich hört man das nicht viel. Das war richtig boah. Scheiße. Fast zwei. Fertig, Leute. Wir hätten eigentlich nur noch die Münzen sammeln. Wo war nochmal der Raum mit den Särgen? Ich glaube, das. Hier gab es aber auch noch eine. War das der Raum? Ja. Nee, das war dieser Gitterraum, ja. Alter, das ist viel schneller mit den Münzen als mit den anderen, sorry. Aber ich glaube, der war auch in der Nähe. So ganz, ganz rechts. Nee. Das ist ja nicht der Raum, das ist ja dieser Raum. Oh. Ich würde mal sagen, ganz rechts. Ich weiß nicht, ich kenne mich gerade bei dem Raum dann nicht. Oh. Hier gibt es aber auch noch einen. Wenn man da reingeht, dann noch mal hin. War die Bibliothek nicht sogar unten? Muss ja. Es gibt so viele Räume hier, das glaubt man gar nicht. Das war das mit dem Klavier. Die haben wir ja schon. Oh Gott, ich hab grad voll das Blackout. Hä, wo ist denn das? Das war. Das da. Das geht. Was ist hier? Hier waren wir noch nicht. Nö, da waren wir nicht mal. Ne, danke. Hä, und ganz rechts? Da ist der andere Raum, wo ich ja, dann ist es der da. Kann's ja nur sein. Ja. Ja, stimmt schon. Ah. Nur noch eine Münze. Oh, perfekt. Ey, stimmt. Das ist sogar der falsche Stern, oder? Okay, das haben wir auch noch nie erlebt. Haha. Wir werden begraben. Oh ja, passt schon. Natürlich kein Schaden genommen. Das wäre auch ein bisschen unfair gewesen. Da kommen wir im Kitten und was raus. Perfekt. Müssen wir jetzt nicht auf das Schlossding? Ja. Oh yeah. Machen wir voll den geilen Schnauzer hier irgendwie. So geil. So geil. Klettere auf Big Boos Balkon. Balkon. Da gab's auch voll den geilen Trick, finde ich. Mehrere Tricks. Wie meinst du das? Einfach da hochzukommen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, das ist sogar der normale Weg. Ja, das war der Raum. Macht's einfach so wie Julian. Wir sind ja schon. Kann man aber auch mit Dings, also mit Seitwärtssprung machen. Und hier ist auch schon der Boss. Der hat uns die ganze Zeit schon beobachtet, der böse Blut. Heute werden wir es ihm heimzahlen. Denn wir wollen dieses epische Super Mario World Schloss haben. Nur leider können wir es, fällt mir gerade ein, wir können es gar nicht beenden. Weil uns ja mal was fehlt. So, und aber jetzt. Was wir machen noch? So mach. Das ist mir noch nie passiert. Ohne Spaß. Also wenn ich. Ich komme da immer hin. Mindestens da komme ich wenigstens immer hin. Was soll's denn?
wie gesagt, also bei Let's Plays geht immer alles anders als geplant. Ist mal so positiv, aber auch mal negativ. Ich brauche jetzt erstmal Münzen, sonst sterbe ich hier noch. Guck mal her, beliebtes Buch. Danke. Ja, alles fünf Münzen. Ja, wie gut wird es. Normaler Ansprung reicht nicht aus, wie ihr seht, deswegen entweder. Ne, das ist nett. Ich glaube sogar mit dem Zeitersprung kommt man auch nicht da hoch. Ich glaube, du musst schon diesen Wandsprung machen. Nö, mit Zeitersprung schafft man das. So, auf ein. Hier hätte man auch nochmal blaue Schalter holen können, aber für was man den braucht. Brauchen wir nicht. Wir holen es anders da. Juhu! Das sieht geil aus, so. Das Problem ist hier halt, man hat wirklich. Kackkamera. Boah. Oh. Da gibt's nochmal ein Leben, aber nö. Ganz ehrlich, scheiß auf das Leben. So. Willst du den Palast holen? Oder soll ich das machen? Und davon haben wir keine Zeit mehr. Die ganzen Münzen zusammen da auch nochmal. Stimmt, da müssen wir die Münzen sammeln. Scheiße. Ja, Leute, Mario guckt wieder so. Tut mir leid, wenn wir jetzt nur dieses Level gemacht haben, aber das gehört jetzt 100% dazu. Wenn es euch gefallen hat, Daumen liken, nach hoch, liken, bewerben, Feedback, abonnieren. Feedback. Wie ihr immer auch lustig seid. Mario sagt zum Schluss, it's me Mario, I am love pizza and spaghetti und tschüss. Klempner Partys. Ohne Klempner.